Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge King of Retail hier auf meinem Kanal. Wir sind gerade im zweiten Laden. Wir wollen gucken, dass wir ein bisschen weiter hochkommen. Ich weiß nicht wie. Also wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen was bestellen. Ich weiß jetzt nicht, was wir bestellt haben. Mindestlager sagt, okay, alles gut. Wir gucken mal, ob wir eventuell noch mal ein paar Getränke finden, die wir hier anbieten könnten. Wie zum Beispiel, ich weiß es nicht, ne? Wie wäre es zum Beispiel mit dem hier? Tasty Dreams oder, ich weiß nicht, ob das was bringt hier, ne? Wir versuchen das mal. 3,90 Euro, versuchen wir das mal mit drei Flaschen. 11,70 Euro, versuchen wir es mal. Stellung aufgeben, okay. Demnach ist der Gewinn natürlich nochmal etwas niedriger, aber eventuell können wir damit ein bisschen was erreichen, ne? Wir versuchen es zumindest. Gut, nächsten Tag beginnen. Wir haben viel Arbeit vor uns, Leute. Wir müssen gucken, dass der Laden läuft. Auf jeden Fall, ne? 24 Euro noch im Laden. Ist nicht viel. Wir haben gut was verkauft, das muss man sagen, aber trotzdem nicht viel, ne? Definitiv nicht. Aber gut, wir versuchen es trotzdem weiter nach vorne zu bringen, den Laden, dass auch dieser Laden hier läuft und dass dieser Laden gut dabei ist. Ich hoffe es zumindest. Ob es funktioniert, ist eine andere Sache, ne? Ob es funktioniert, ist eine andere Sache, Leute. Wir haben viel zu tun, ne? Denkt dran. Da kommt der Lieferant und bringt uns die Waren. 24,16 Euro haben wir noch hier im Laden. Ne? Wir müssen hochkommen. Wir müssen langsam hochkommen. Geht nicht alles auf einmal, aber wir arbeiten dran. Ne? Wir arbeiten dran. Ist einfach so. Da ist auch die neue Flasche. Kriegen wir schon hin. Ne? Ich weiß auch nicht, wie es aussieht mit Nachlieferung. Wir schauen mal. Lebensmittel, Getränke haben wir schon das. Ja, haben wir schon. Okay. Dann stellen wir die mal mit rein, bitte, ins Regal. Guten Tag, der Herr. Wir füllen gerade hier unsere Waren auf, wo wir noch nicht wirklich viel von haben, aber egal. Aber wir füllen sie gerade auf. Bedienen Sie sich ruhig, genau, einfach bedienen. Ich komme Sie dann an der Kasse abkassieren und nehme Ihnen das Geld aus der Tasche. Ich komme schon, ich komme schon. Bin schon da. 6,29. Sehr schön. Haben wir eigentlich hier Dings? Mindestlager gemacht? Nee, ne? Nee, haben wir nicht. Drei Mindestlager, bitte. Und 13,99 Euro als Preis, bitte. Danke. So, okay. Jetzt heißt es natürlich Geld verdienen, ne? Die 99 Euro brauchen wir auf jeden Fall. Die Betreiberkosten, ne? Ganz wichtig. Interessiert dich momentan nicht, okay. Wollen wir mal sehen. Ob wir dich trotzdem zum Kaufen animieren können.
Komm schon. Oh, eine Flasche von dem einen wurde verkauft. Sehr schön. Direkt nachfüllen. Ich komme ja schon. Sehr schön. Das Bier scheint gut zu laufen da. Schön. Ich meine, so viel Gewinn machen wir damit nicht pro Flasche, aber es läppert sich zusammen, ne? Muss man wirklich so sagen. Es läppert sich zusammen. Ich würde sogar nachbestellen eigentlich. Wie viele Artikel? Mindestbestelllage 7 Artikel. 20 Euro plus 13 Euro. Moment, 20 Artikel? 8 Artikel. Okay. Ich wollte gerade sagen, 20 Artikel schon verkauft? Oha, das wär krass gewesen. 20 Artikel. Nee, leider noch nicht. Aber wir arbeiten dran, stetig weiterzukommen, ne? Aber die Getränke gehen hier gut, ne? Muss ich sagen, die Getränke gehen echt gut, Leute. Finde ich gut. Ich bin 108 Euro jetzt gerade hier, ne? Ist schon nicht verkehrt. Und wir müssen ständig das Angebot erweitern. Ständig Angebot erweitern, ne? Ganz, ganz wichtig, Leute. Ich glaube, wir werden die Öffnungszeiten vergrößern. Damit wir einfach mehr Möglichkeit haben, diese 99 Euro reinzukriegen wieder, ne? Ganz hilfreich, glaube ich. Ich glaube, das werden wir auch machen. Weil, sonst kriegen wir nie das Geld hier rein, ne? Das ist das Problem. Sonst kriegen wir nie das Geld hier rein, Leute. Und darauf habe ich keine Lust, ne? Das Geld muss reinkommen. Irgendwie. Okay, wir bestellen die Artikel, 13 Stück, 35 Euro. Und lassen liefern. Und jetzt müssen wir zahlen. 13 Euro, 13,35. Ja, 35 Cent. Ist jetzt nicht viel. Komm, machen wir. Klar. Auch dass wir da nochmal Flaschen nachbekommen, ne? Aufgrund dessen, dass das Lager noch nicht wirklich groß ist, ist das natürlich ein großer Vorteil mit den Lieferungen, ne? Ja, ich helfe dir. Verkauf beginnen, aber sicher doch. Immer viel kaufen da, ne? Immer viel kaufen. Na, so kann ich das Angebot für euch weiter erhöhen. Komm ja schon. Im schnell auspacken. Ich komm schon. Bin schon da.
Verkauf beginnen, aber sicher doch. Junge Frau. Beste Getränk, was Sie da kaufen. Kann ich Ihnen nur wirklich sehr ans Herz legen. Lohnt sich immer. Wenn die Flaschen so gut gehen, ganz ehrlich, überhöhen wir die auf mal 6 Flaschen. Ist ja nicht verkehrt. Wenn gut gekauft wird, ja okay, die Flasche muss die Kundin auch bezahlen, ansonsten kommt nichts mehr, ne? Wir müssen die Öffnungszeiten verlängern. Definitiv. Sonst kommen wir auf keinen grünen Zweig. Sonst kommen wir auf keinen grünen Zweig, Leute. Das ist das Problem. Ich meine, wir haben jetzt 130 Euro reinbekommen. Das ist nicht wirklich viel. Wovon wir nochmal hier, ne, 99 Euro zahlen müssen. Plus Artikelnachbesorgung, ne, hier Mindestlager auffüllen. Das sind 19 Euro nochmal. Haben wir diesmal sogar ein Minus gemacht. Haben wir diesmal sogar echt Minus gemacht, Leute. Ne? Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut, Leute. Das erste Mal Minus, Leute. So geht's nicht weiter. So geht's nicht weiter. Wir müssen die Öffnungszeiten verlängern. Und dementsprechend von 2 bis 20 Uhr machen, also 20 Stunden geöffnet haben, weil sonst kriegen wir das Geld nie und nimmer rein. Funktioniert einfach nicht. Dafür haben wir zu wenig Zeit. Klar, zu wenig Artikel auch, aber vor allem zu wenig Zeit, um irgendwie Puffer reinzukriegen an Geld, ne? Das ist das Problem. Das haben wir heute, vor allem heute gesehen, dass das von der Zeit her richtig eng ist mit den 8 Stunden, ne? Aber gut. Ich würde sagen, ab nochmal in den Markt und dann werden wir sehen, was wir tun können, ne? Ich weiß jetzt auch nicht, was Dings sagt, der Lieferant, ob wir mit dem nochmal verhandeln können. Wäre natürlich ideal. Wir kriegen nochmal einen Konzeptpunkt. Sehr schön. Müssen gucken, ne? Wir schauen mal. Die Einnahmen oder beziehungsweise das Konzernguthaben geht immer weiter runter. Ne? Das geht immer weiter runter, das Konzernguthaben. Klar. Ich zeige mal einen aktuellen Deal. Neue Verhandlungen, 2,29%. Wir müssen noch geringer werden, Leute. Noch geringer. Nein, das war nichts. Wir müssen weiter versuchen. Weiter versuchen, irgendwie nach oben zu, also runter zu kommen nochmal. 2,29. Auch nein. Alter, was hat der Kollege für ein Problem? Wir fahren nur doch nur mit dem. Wir wollen da nur Preise unterkriegen. Wenn ihnen was nicht recht ist, dann ne? Auch nicht. Vielleicht Schnelligkeit. Ich versuch's mal. Minus 7,4. Also 7,04. Wow. Das hat gesessen. Wow. Okay. Demnach zahlen wir jetzt nur noch. Wie viel zahlen wir? 1087 statt
1170. 1087, Wahnsinn. Okay, das heißt, wir zahlen jetzt wesentlich weniger. Wesentlich weniger, wirklich wesentlich weniger, ne? Und, machen wir am Tag dann dementsprechend nur noch 229 minus, ne? Machen wir nur noch 229 minus. Kriegen wir hin. Dann müssen wir so schnell wie möglich auf jeden Fall weiter hochkommen mit den Läden, ne? Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Passt auf. Passt auf. Wir investieren Geld von anderem Markt in unseren neuen Markt. Das heißt, einmal hier vom Waldplatz wollen wir dementsprechend Geld abheben. 5000, würde ich sagen. Und buttern das in unseren neuen Markt rein. Nee, komm. Machen wir 1000. 1000 muss erstmal reichen. Dass wir zumindest ein paar Produkte haben können, beziehungsweise ein paar Regale kaufen können, müssen wir hinkriegen damit. Ich denke mal, 1000 Euro ist schon mal eine ganze Stange Geld, ne? Damit will ich auskommen oder versuchen erstmal auszukommen. Aber wie es funktioniert, ob es funktioniert, werden wir sehen in der nächsten Folge. Freut euch drauf. Nächste Folge morgen 18 Uhr wieder am Start. Und in dem Sinne, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dahin, Servus und Tschüss.